Wandern in Thüringen Teil 61. Ja, heute bin ich mal an der Hohen Wartetalsperre bei Saalfeld. Ja, und Hohenwartestausee. Und dort hinten sieht man schon Anlagen hier vom Pumpspeicherwerk, von den Rohrleitungen da, wo das da hochgepumpt wird. Ja, ich will alles mal so ein bisschen erklären hier in der Wanderung und werde zunächst mal Richtung Staumauer mal gehen. Der Ausgangspunkt hier ist der Parkplatz hier. Also mit Auto kann man hier gut parken, aber gebührenpflichtig. Also 4 Euro die Tageskarte. Hier Staumauer und hier kann man so einen Rundweg gehen. Ich habe so vor, zum Hohen Warteblick zu laufen. Also hier irgendwie den Dreh, das ist so mein Ziel. Ja. Rundwanderwege, Hohen Warte. Guckt man mal seitlich hier mal auf die Staumauer rauf. Also Talsperren ist für mich auch immer eine interessante Sache, was man unbedingt sehen muss. Habe ja schon von einigen Talsperren schon berichtet, ja. Hier kann man schon ganz gut den Rücken der Staumauer sehen. Also hier beginnt im Prinzip auf der anderen Seite, das zeige ich gleich, der Hohenwartestausee, ja. Auch noch kleiner Service, hier kann man auch mit Schiffen losfahren, so gibt es so eine Rundfahrten über die Hohenwartetalsperre. Auch hier Ausgangspunkt an dieser Stelle hier und hier ist auch ein großer Imbiss, also hier ist eigentlich alles. Ja, hier kann man loswandern, hier kann man eine Schifffahrt machen, hier kann man fürs leibliche Wohl sorgen, ja, hier an der Staumauer am Hohenwartestausee, ja. Ja, und hier nochmal ein Blick in westliche Richtung. Auch kleiner Service, auch eine Busverbindung ist hier. Also tagsüber kommt man hier zwischen Saalfeld und Altenbeuthen werktags ganz gut weg. Wochenende sieht es ein bisschen rarer aus, nur so zwischen 12 und 16 Uhr. Naja, geht so. Ja, und dann hier, wie gesagt, am Parkplatz, der Ausgangspunkt der Wanderung. Ja, und hier hat man nun die Qual der Wahl, wie man wandern möchte hier. Das ist hier der Standort, Parkplatz, Staumauer, ist klar. Also mir schwebt vor, auf jeden Fall Hohe Warteblick. Und dann schauen wir einfach mal. Das ist jetzt erstmal nicht so weit. Und dann, ja, das geht dann hier in südöstliche Richtung. Da gehe ich jetzt lang. Ja, und das ist hier auch im Naturpark Thüringer Schiefergebirge, obere Saale, wo wir uns hier befinden. Hier. Ja, also praktisch östlich von Saalfeld. Diese Wandermarkierungen, die sind jetzt wichtig. Jetzt geht es erstmal logischerweise hoch. Oh, auch das gibt es hier. Ach, schon wieder Thema verfehlt. Nein. Ja. Ja, und jetzt geht es hier parallel, natürlich deutlich oberhalb vom Hohen Wartestausee, sachte bergauf. Also Natur pur, muss ich mal wieder, oder will ich mal wieder sagen, herrlich. Nach dem Regen, jetzt Sonnenschein, gesunde Waldluft und dazu auch noch Wasser hier unten. Was will man mehr? Ja, hier mal so ein schon schöner Blick auf den Hohen Wartestausee, der sich ja auch viel verzweigt, ja. Der Hauptsee geht jetzt weiter nach Südwesten, aber da hinten geht es auch lang. Es schlängelt sich hier alles so durch in diesem, ach, vor, weiß ich nicht. Kann es jetzt nicht genau sagen, 50, 60, 70 Jahren angelegten Stausee, den gibt es schon sehr lange. Ja, ich denke mal 60 Jahre mindestens schon.
So, liebe Wanderfreunde, sofort wird das jetzt aufgeklärt. Die Presswitzer Spitze wurde umgesiedelt 1938. Und dann hat man begonnen, das Pumpwasser, Pumpspeicherwerk, so ist richtig aufzubauen. Ja. Also. So sieht es aus in 40er Jahren, beziehungsweise 30er Jahren errichtet. Also im Prinzip ein Bau der Staumauer vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ja, hier ist eben der herrliche Blick hier auf schon große Teile vom Hohen Wartestausee. Dort drüben auch Bootsanlegestellen. Also ich denke mal, es werden Privatboote sein dort. Dort auch ein richtig hoher, markanter Berg mit Fernmeldeturm. Ja, also der Ausblick ist hier grandios. Ja, um den Blick zu genießen, hier so eine richtig schöne, tolle Lümmelbank, ja. Hier kann man schon mal eine Weile verweilen und den Blick genießen. Dieser Weg Bestandteil roter Punkt H2. Vom Parkplatz aus immer diese Markierung gehen. Ja, leider auch wieder was Negatives. Auch hier Fichtensterben zu sehen. Ja. Und das nicht zu knapp. Kann man da machen. Mittel- und langfristig aufforstend auch mehr Laubwald, Mischwald. Sieht so aus, als müsste man mehr in die Richtung gehen, ja. Immer mehr sehe ich leider jetzt sowas. Tja, und während ich am Anfang meiner Tour am Parkplatz noch zig Leuten begegnet bin, ist jetzt hier alles wie ausgestorben. Also ich habe jetzt hier noch nicht einen Wanderer begegnet. Ja, naja. Und finde dann auch wieder. Und dann sehr erfreulich mal herrlichstes Wanderwetter heute. Überwiegend Sonne, 20 Grad. Nach den doch recht regnerischen Tagen der letzten, ja die letzten, na, 2 Wochen, sage ich mal. Viel Regen und sehr kühl war es hier, ja. Jetzt geht's. Aber, und das ist schön, ich habe eben gerade von gesprochen, Neues wächst nach. Also junge Fichten, auch ein paar Kiefern zwischen, aber dann auch Laubbäume, insbesondere Birken, sehe ich hier. Und so muss es sein, ja. Es muss sofort wieder für Nachschub gesorgt werden, damit auch die jungen Bäume dann recht schnell in die Höhe wachsen. Ja, und das scheint jetzt hier zu funktionieren. Hier nochmal zur Interpretation. H2 laufe ich im Uhrzeigersinn. So ein Rundweg und so, ja, so läuft man jetzt weiter. Ideales Wanderwetter heute. Ja, jetzt kreuzt sich hier was, der Quietschenweg. Laufe ich jetzt hier weiter Richtung Hohenwarte, Ortschaft. Von der Staumauer bin ich gekommen. Ja, und der Vollständigkeit halber, wo geht's hier lang? Nach Steinsdorf. Ja, wenn man den Weg jetzt weitergeht. Aber ich will ja H2 weiterlaufen und das geht jetzt hier runter. Hier runter. Ja, ins Tal. Und dort drüben sehen wir schon die Rohrbrücke, also diese Rohrleitung von dem Pumpspeicherwerk da hinten, wo ja Energie gewonnen wird. Wasserkraftwerk, ja. Dort drüben. Die Rohrleitung, Pumpspeicherwerk. Ja, und hier blickt man auf den anderen, schmaleren Stausee, Namen habe ich jetzt vergessen,
ist jetzt auch egal. Da geht es dann so Richtung Kaulsdorf-Saalfeld. Ja. An diesem Stausee. Und hier unten dann die Ortschaft Hohenwarte. Ja, und das nennt sich jetzt hier Hohenwarteblick. Naja, schon ganz schön von Bäumen hier umzingelt. Man guckt so auf die Ortschaft so rauf. Hohenwarte. Gleichnamige Ortschaft vom Stausee. Ja, Sitzecke hier. Kann man Rast machen. Und auch eine Schutzhütte, wenn es doch mal wieder regnet, was ja heute zum Glück nicht der Fall ist. Mal gucken hier, wo kommt man denn hier rein? Hallo? Ja, von hier. Ja! Eine Legende über die heimischen Spechte, die es hier gibt. Ja. Jo. Aber der Rundwanderweg zeigt jetzt wieder, ich muss da hoch. Na gut. Ja, und das Schild ist hier umgekippt, was ich jetzt eigentlich so ein bisschen vermisst hatte. Leider H2 geht dann erstmal hier weiter. Die Frage ist, ob ich noch bis zur Rohrbahn laufe. Das überlege ich mir noch. Ja, das ist ein ganz schöner Rundwanderweg. Der geht dann bestimmt so bald um die 10 Kilometer. Ich überlege mir das noch. Jedenfalls, hier geht es erstmal weiter Richtung Rohrbahn. Richtung der Rohrbahn. Ja, und hier kann man ja noch viel, viel besser auf Hohenwarte gucken. Auf die Ortschaft, auch mit Kirche. Das ist Hohenwarte. Ja, also vermutlich müsste klar sein, werde ich jetzt hier diese Windung nehmen, hier in südliche Richtung, und dann geht es wahrscheinlich dort weiter an diesen Berghang. Und dahinter ist ja dann die Rohrbahn. Ja, ist in der Tat so. Ich muss jetzt oberhalb dieses Seitental umlaufen, anders geht's nicht. Ja, aber dort drüben sieht man schon Teile der Mauer vom Oberbecken. Ja, vom Pumpspeicherwerk da oben. Oberbecken. Ja, und hier hat man mal einen Überblick, was ich jetzt schon gelaufen bin. Dort hinten die Staumauer vom Hohenwarte-Stausee. Und unterhalb ist dann dieser kleine Stausee. Den Namen werde ich nachher noch sagen, wie der kleine Stausee dort heißt. Ja, ja, unterhalb dann der Staumauer. Ja, und hier muss ich es wieder zeigen. Ich gehe durch fast toten Fichtenwald. Alles kahl. Bis oben hin. Ist klar, dass bei der feuchten Witterung auch jetzt schon die ersten Pilze gibt. Das ist... Ja, jetzt muss ich mal Pilzkunde. Das ist eine Marone, ja. Ja, ja, dann habe ich die rausgemacht. So, hier auch der nächste. Die kommen jetzt, die Pilze. Definitiv. Schaut mal hier. Geländefahrzeuge hier unterwegs. Die machen natürlich jetzt richtige olle Spuren. Und dann die Geländefahrzeuge hier querfeldein hier hoch, wa? Muss ein richtiger Bulldozer sein oder ein großer Trecker, der dann hier durchdüst. Und dann hier im Wald dann Forstarbeiten durchführt. Ja, nun schaut mal. Ein Steinpilz. Den kann ich hier einfach nicht so stehen lassen. Der wird aufgegessen. Ja, Oberer Trogenbach. Das ist sozusagen der höchste Punkt dieses Seitentals, was ich umwandern muss. Ja, und dann eben hier weiterhin der Hohenwarte Stauseeweg H2.
Aber ich muss noch einen Hinweis geben. Also wer die nächsten Tage hier Anfang August unterwegs ist, Mitte August, festes Schuhwerk, ja. Durch den vielen Regen ist das noch sehr, sehr aufgeweicht und teilweise sehr modderig, ja. Jetzt geht es dort weiter in westliche Richtung. Ja, man hört sie auch, die Forstarbeiter und die Maschinen. Das ist heute hier auch Großkampftag angesagt. Und die fahren tatsächlich hier steil in das Gelände hier bergauf. Hut ab. Ja, und nun kommt sie immer näher. Die Mauer vom Oberbecken. Und ein Blick schöner als der andere. Hier jetzt mal in östliche Richtung. So, man erkennt jetzt in ganz nah jetzt schon die Staumauer vom Oberbecken, an der ich mich jetzt hier fast befinde. Hier kommt ein bisschen Alpenfeeling auf. Kühe mit Kuhglocke. Kuhglocken natürlich. Ja. Dort ist ein Unterstand, da werde ich kurz Rast machen. Oberer Tratschen. Ja, nun sieht man's. 700 Meter bloß noch bis zur Rohrbrücke. Das ist dann mein Filmendpunkt für heute. Ja, 3,2 Kilometer bin ich bereits gelaufen. Na bitte. Der Unterstand. Flaschen, Tüten, Packpapier sind des Waldes keine Zier. Trägst du es gefüllt hierher, ist es heimwärts auch nicht schwer. Die Amalienhöhe. Ja, und hier sind sie wieder, die neugierigen Kühe. Ja, und hier mal die Industrieanlagen vom Oberbecken. Ja, da so ein Turm, so ein Wirtschaftsgebäude. Ja, ansonsten heute hier mal ein Blick in westliche Richtung, wie schön klar und die Sicht heute ist, ja. Endlich schönes Wetter. Noch einmal einen Blick in östliche Richtung. Also das ist hier irgendwie so ein bisschen der höchste Punkt hier in dieser Nähe hier. Überall, wo man hier schaut, geht es runter. Ja, ich schätze, ich bin hier so etwas mehr als 600 Meter hoch. Ja, das ist schon richtig. Amalienhöhe. Das haut schon hin. Ja, Hohenwarte und obere Tratschen. Genau, da war ich gewesen. Ja, das ist so ungefähr so um 600 Meter hoch, vielleicht etwas weniger. 500 noch was. Ja. Hier in der Region, hier bin ich jetzt. Zwischen unten und oberen Becken. So, interessante Orte, die man von hier aus bewandern kann noch. Ich laufe ja nur diesen H2-Weg weiter, ja, und komme jetzt gleich an der Rohrbrücke an. Richtung Löhmar geht das dann, ja. Saalfeld, 16,8 Kilometer. Neidenberger, aus der Richtung bin ich gekommen. Neidenberger, das kenne ich noch, da war ich mal vor 45 Jahren in der Jugendherberge. Daher kenne ich diese Region noch ganz flüchtig, sage ich mal. Hohenwarte, von dort kam ich. Leutenberg, eine Kleinstadt südlich von Saalfeld, ist hier auch noch in der Nähe, 8 Kilometer, beziehungsweise der Wanderweg 6 Kilometer. Ja,
Na gut, jetzt noch zur Rohrbrücke. Hier lang. So, liebe Wanderfreunde, jetzt kommt das Highlight meiner heutigen Wanderung. Diese Rohrbrücke, die Brücke über die Rohrleitung vom Pumpspeicherwerk. Das will ich jetzt noch mal genau zeigen. Das Pumpspeicherwerk Hohenwart. Das ist schon mal was. Dort zum Oberbecken. Diese Industrieanlage hatte ich ja vorhin schon mal so kurz gezeigt. Jetzt bin ich hier auf der Rohrbrücke. Und jetzt noch schöner und interessanter. Hier runter gucken. Noch auf die Ortschaft Hohenwart. Fantastisch. Und dort hinten die Staumauer und dort die beginnende Hohenwartetalsperre. Mit dem Hohenwartestausee, der sich dann immer mehr in südöstliche Richtung dann begibt. Ja. So, und gleich werde ich noch sagen, wie dieser Stausee hier heißt. Ja, das Pumpspeicherwerk Hohenwarte 2. 1956 gebaut, 1966 in Betrieb genommen. Hier steht dann eben einiges drin über die technischen Daten dieses Wasserkraftwerkes. Ja, und diese Talsperre, das ist die Talsperre Eichicht, ja, wo unten die Rohrleitung beginnen und dann hochgehen zum Oberbecken. Talsperre Eichicht. Ja, das musste ich unbedingt noch sagen, ja. Ja, liebe Wanderfreunde, und hier steht nun, wie kann man weiterlaufen? Ja, der Rundweg geht dann immer weiter Richtung Lömbar. Na gut, da will ich jetzt nicht mehr hin. Gut, Hohenwarte Staumauer, bin ich jetzt 4,4 Kilometer gewandert. Will ich jetzt auch nicht den gleichen Weg wieder zurücklaufen, aber da gibt es auch noch andere Wege, die dann runtergehen wieder nach Hohenwarte. Glaube ich zumindest zu wissen. Naja, ich werde es ja sehen. Jedenfalls nach Lömer laufe ich jetzt nicht mehr. Dort ist noch einmal ein Unterstand, eine schöne Sitzecke. Da will ich jetzt noch einmal die Aussicht euch noch mal zeigen. Und hier beginnt dann mein 61. Teil. Quatsch, habe ich jetzt gesagt, beginnt. Hier endet jetzt mein 61. Teil von Wandern in Thüringen. Die Eichicht-Talsperre. Hohenwarte. Hohenwarte-Staumauer. Ja, dann sage ich jetzt mal Tschüss.